Assalamu alaikum zusammen. Wenn du schon meine vorherigen Videos über diese zwei Hoversitze gesehen hast, dann weißt du schon Bescheid. Falls du sie noch nicht gesehen hast, schau mal in den Link oben oder in der Beschreibung. Der erste Hoverboard-Sitz ist dieser mit Lenkrad. Aber ich finde, die hinteren Räder sind zu klein. Deswegen möchte ich gerne basteln. Ein Video über den zweiten Hoverboard-Sitz kannst du oben einen gezeigten Link anklicken oder in der Beschreibung finden. So, ich kombiniere sie eigentlich ohne zu schweißen, schneiden oder bohren. Einfach Plug and Play. Deswegen habe ich die richtige Rahmengröße gesucht und gefunden. Erstmal den ersten Hoverboard-Sitz auseinanderbauen. Einfach die großen Schrauben abbauen und den Rahmen abziehen. Den vorderen Teil brauchen wir nicht mehr. Dieselbe Sache mache ich auch an dem zweiten Hoverboard-Sitz. Bei diesem benutzen wir den hinteren Teil nicht mehr. Danach einfach den vorderen Teil von dem ersten Sitz an den hinteren Teil des zweiten Hoverboards verbinden bzw. einstecken und danach verschrauben. Letzter Schritt, das Akkukabel an das Hoverboard anschließen. Das war schön. Jetzt sieht es ganz anders aus. Richtig wie ein Go-Kart. Natürlich kann man auch andere Hoverboard-Typen oder Radgrößen benutzen. Wichtig ist, dass die beiden Hoverboards dieselbe Reifengröße haben. Das Lenkrad macht es anders als andere Hoverboard-Sitz. Den externen Akku habe ich auch extra aufgebaut. Den Videolink kannst du oben anklicken oder in der Beschreibung finden. Den Stuhl habe ich auch gewechselt, weil der andere Stuhl zu klein und nicht so angenehm war.
Den Griff des hinteren Sitzes habe ich auch abgebaut. Jetzt Probe fahren. Der erste Eindruck, fährt er gut, sehr leise, ohne Lärm natürlich und ohne Luftverschmutzung. Sehr sauber. Das ist ein elektrisches Go-Kart. Mein Favorite ist beim Rückwärtsfahren, was bei anderem Hoverboard-Sitz mit einem Vorderrad sehr schwer zu fahren ist. Die hintere Federung funktioniert sehr gut. Ich kann diese Aufhängung fühlen. Er fährt auch schnell. Ein paar Sachen möchte ich bei dem nächsten Projekt weitermachen, und zwar richtige Bremse montieren, das hintere Hoverboard festmachen, Licht aufbauen und den Rahmen kürzer machen, so dass mein Kind kann auch damit fahren. So, sehen wir uns wieder in dem nächsten Projekt und vergiss nicht zu kommentieren, like, share und abonnieren. Wassalam.